Nicht überlebt hat der 22 Jahre alte Fahrer dieses Wagens einen schweren Unfall am späten Mittwochnachmittag in der Feldgemarkung von Niederwerber am Edersee. Der junge Mann aus einem Waldecker Stadtteil hatte aus nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen VW Golf verloren, als er einen abschüssigen Wirtschaftsweg hinunterfuhr. Das Auto kam nach rechts vom Weg ab und prallte frontal gegen einen Baum. Feuerwehrleute aus Niederwerber und Sachsenhausen befreiten den eingeklemmten 22-Jährigen aus einem völlig zerstörten Fahrzeug. Alle Bemühungen der örtlichen Rettungskräfte, der Wildunger Notärztin und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 7 aus Kassel waren vergebens. Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.